ESO hat die preußische T16 aufs H0-Gleis gestellt und damit ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, hier bei MSL TV und der Produktvorstellung dieser Lokomotive. Und die beginnen wir diesmal ganz außergewöhnlich, nämlich hinter mir steht das Original dieser Lokomotive hier im BW Arnstadt historisch. Zuvor allerdings etwas Geschichtliches. Die T16 war eine Güterzug-Tenderlokomotive der königlich-preußischen Staatseisenbahn und wurde im Jahre 1922 bei Henschel und Sohn in Kassel, die unter der Betriebsnummer 94-1292 mit der Fabriknummer 18.885 gebaut wurde. Bei der Bahndirektion Essen wurde sie als Essen 86-62 am 25. März 1922 in Dienst gestellt. Im März 1927 wurde die 94-1292 dem BW Engelsdorf zugeteilt. Ab 1942 war sie in verschiedenen Leipziger Bahnbetriebswerken als Rangierlok im Einsatz. Auch war sie in Altenburg, Merseburg und Röblingen am See zu Hause. Im Jahre 1965 erhielt die 94-1292 im Rahmen der Hauptuntersuchung eine Rickenbach-Gegendruckbremse. Dadurch wechselte die Lok nach Thüringen zum BW Suhl. Hier kam sie auf den Steilstrecken des Thüringer Waldes, Suhl-Schleusingen und Schleusingen-Ilmenau zum Einsatz. Diese Lokomotive ist unter den Eisenbahnfreunden auch als Rennsteighirsch bekannt. Mit dem Namen Rennsteighirsch ist auch eng der Name des Lokführers Eberhard Mühland verbunden. 1119 Maschinen wurden als Baureihe 94-5 in den Nummernplan eingeordnet und trugen die Nummern 94-502 bis 1380 und 94-1501 bis 1740. Bei den beiden deutschen Bahnverwaltungen schieden die letzten Exemplare Anfang der 70er Jahre aus dem Bahnbetriebsdienst aus. Der Rangierdienst bei der Deutschen Bundesbahn wurde von den Dieselloks der Baureihe 290 übernommen, während auf den Steilstrecken die Baureihe 213 zum Einsatz kam. Bei der Deutschen Reichsbahn wurden sie durch die sechsachsige, steilsteckentaugliche Version Diesellok-Baureihe 118 ersetzt. Ich hoffe, das war sehr interessant für Sie und der eine oder andere wird, denke ich mal, nach Arnstadt fahren, um diese preußische T16 auch mal im Original zu sehen. Sie ist ja auch schlechthin das Highlight, was ESO hier herausgebracht hat. So, jetzt gehen wir mal an das Eingemachte. Wir schauen uns das Modell jetzt etwas genauer an. Und wir fangen eigentlich damit an, dass ich jetzt mal ganz einfach schlicht und salopp sage, greifen wir der Lok mal unter den Rock und schauen mal, wie es drunter aussieht. Aber keine Angst, ich darf das. Wir haben das Gehäuse von der Lokomotive schon abgehoben, liebe Modellbahnfreunde. Befestigt ist das Gehäuse mit 5 Schrauben am Rahmen dieser Lok. Und ich kann Ihnen versichern, sie sind leicht zugänglich und auch leicht zu finden. Und das Ganze können Sie sich dann in der Bedienungsanleitung nachgucken, welche Schrauben das sind, die Sie lösen müssen. Ich bitte auch um Vorsicht beim Abheben des Gehäuses. Ich zeige das mal hier. Das Gehäuse der Lokomotive befindet sich zwei Drähte, die fest angelötet sind an der Leiterplatine dieser Lok. Diese Drähte sind dafür da, um die Beleuchtung und das Flackern der Feuerbüchse zu simulieren. Beim Abheben bitte sehr vorsichtig sein, nicht ruckartig abheben, sondern wirklich ganz, ganz vorsichtig, sonst kann es passieren, dass Sie diese beiden hauchdünnen Drähte eventuell abreißen und das soll ja nicht passieren. Das im Vorwort dazu, wenn Sie das Gehäuse abnehmen. Wir arbeiten uns mal jetzt auf dem Fahrgestell dieser Lokomotive von hinten nach vorn durch und fangen mal hier vorn an. Hier ist eine digitale Kupplung angebracht, das heißt also, Sie müssen auch nicht mehr mit dem Schraubenzieher ran, die Wagen an- und abkuppeln, wie man es bisher immer gewöhnt ist und gemacht hat, sondern Sie können das hier voll elektronisch machen. Am Rahmen angebracht sind federnde Puffer, ich hoffe, man sieht das. Darüber angebracht die LED-Beleuchtung, die beiden Scheinwerfer der Lokomotive. Dahinter sieht man im Rahmen eingebaut, schön versteckt und auch sehr platzsparend gemacht, den Glockenankermotor und dann arbeiten wir uns weiter vor bis zu diesen Stiften hier. Das ist die MTC-Schnittstelle und hierauf kommt dieser ESO Sound Decoder. Ich halte ihn jetzt mal ins Bild, ich hoffe, man sieht ihn. Der wird dann hier drauf gesteckt.
beziehungsweise ist draufgesteckt. Wir haben es nun mal abgenommen, um Ihnen auch diese Stifte zu zeigen. Dann haben wir hier Steckkontakte. Und diese Steckkontakte werden benötigt für die am Gehäuse angebrachten Stifte, die am Rauchgenerator sitzen, damit also auch hier die Stromversorgung gewährleistet ist, beziehungsweise das Ganze auch dann zum Schluss dampfen kann. So, hier an der ersten Achse vorne unter dieser Plasterabdeckung sind Permanentmagneten angebracht, die für die Synchronisation des Abdampfschlages sozusagen verantwortlich sind. Und dann sind wir eigentlich schon so gut wie durch an dieser Lokomotive. Auch am anderen Ende, ich drehe es mal ein bisschen rein, wieder eine digitale Kupplung und auch wieder diese Federpuffer. So, ganz sind wir aber noch nicht durch, bevor wir es vergessen. Auch die Lokomotive hat ein sogenanntes Powerpack bzw. Kondensatoren, die dafür sorgen sollen, wenn mal ein Gleisabschnitt kurzfristig stromlos sein sollte, Weichen und so weiter, finden Sie hier diese angebrachten Kondensatoren, die diese kurzen Stromunterbrechung ausgleichen sollen. Nachdem wir der Lok nun unter den Rock geschaut haben und uns mal das Innenleben etwas genauer angesehen haben, kommen wir zur äußeren Bewertung der Lokomotive. Da steht sie nun, die preußische T16-1 mit der Betriebsnummer 94-1292. Das lang erwartete Engineering-Modell von ESO. Und ganz ehrlich, diese Lok macht auf den ersten Blick einen hervorragend detaillierten und hochwertigen Eindruck. Das Modell ist überwiegend aus Metall gefertigt. Das verleiht der Lok diese besondere Optik. Viele separat angesetzte Teile wie Griffe, Umlaufstangen, diverse Leitungen oder die aufgesetzten freistehenden Laternen fallen besonders auf. Auch das geätzte, vorbildgerechte Trittgitter am Kohlekasten fehlt nicht. An dieser Lok sind alle spezifischen Unterschiede zu den anderen Loks der Baureihe 94, die von ESO ebenfalls gebaut werden, berücksichtigt worden. Ein Blickfang sind auch die mit dünnen Speichen ausgeführten Räder. Das Modell wird mit weitgehend abgefahrenen Radreifen dargestellt, weshalb die Radsterne vorbildgerechte Maße aufweisen. Die Kuppelstangen sind ebenfalls sehr gut detailliert wiedergegeben. Selbst das Gestänge für den Antrieb des Bosch-Ölers fehlt nicht. Auch das Handrad für das Abschlemmventil zwischen der C- und D-Achse ist vorhanden. Am Fahrgestell insgesamt stimmt jedes Detail. Mit einer kleinen Ausnahme. Dem versierten Lokkenner wird nicht unbemerkt geblieben sein, dass an der E-Achse, also an der letzten, die Indusi fehlt. Diese bekam die Lok erst in den 1990er Jahren nachgerüstet. Das Modell von ESO gibt den Betriebszustand der 94-1292 bis 1989 wieder. Am Kessel sind Anbauten wie Luftpumpe, Lichtmaschine, Oberflächenvorwärmer oder Speisepumpe exakt dem Vorbild wiedergegeben. Selbst das winzige, aber wichtige Detail wie die Luftzuführung für den Trommelschieber ist vorhanden. Dieser ist für den Betrieb der Gegendruckbremse sehr wichtig. Die Bedruckung ist trennscharf und sauber ausgeführt. Zur Erhöhung der Zugkraft hat natürlich auch das Modell der 94-1292 zwei Haftreifen, die befinden sich auf der vierten Kuppelachse. Fazit kurz und knapp. Dieses Modell entspricht exakt der Thüringer 94 vom Rennsteig, Betriebszustand bis 1989. Der nächste Programmpunkt sind jetzt die Fahreigenschaften. Wir setzen das Modell mal aufs Gleis und wollen mal sehen, wie diese Lokomotive sich verhält. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal die Langsamfahreigenschaften an. Wir beschleunigen mal, das machen wir erstmal alles ohne Sound und wollen mal gucken, wie die Geschwindigkeitsänderungen angenommen werden und wie das Ausrollverhalten dieser Lokomotive ist. Und ich denke, bei einer Engineering Edition von ESO kann man da schon einiges erwarten. So, liebe Modellbahnfreunde, die Lok steht auf dem Gleis und wir werden jetzt mal die Maschine anrollen lassen
und gucken mal, wie die Lokomotive im Anrollverhalten ist. Ich hoffe, sie macht es sehr weich, aber ich denke mal, sie wird es tun. Sie sehen ein ganz weiches Anrollen und Sie sehen auch jetzt schon ein extremes Langsamfahrverhalten, was vor allen Dingen auch ganz, ganz gleichmäßig ist. Schauen Sie sich das mal an. So, wir erhöhen die Geschwindigkeit, wollen mal schauen, wie die Geschwindigkeitsänderung angenommen wird. Auch hier tadellos. Die Geräuschentwicklung ist im Rahmen. Und jetzt lassen wir sie einfach mal ausrollen. Saft weg. Und Sie sehen, auch im Ausrollverhalten, großartig. So wie man sich das vorstellen kann vom Original. Also auch hier können wir zumindest erstmal bescheinigen, dass den ESO-Konstrukteuren doch schon ein kleines Kunststück gelungen ist. Ich fasse nochmal zusammen. Sauberes Anfahren, extremes gutes Langsamfahrverhalten, kaum Geräuschentwicklung bei der Geschwindigkeitserhöhung und ein sehr gutes Ausrollverhalten. Jetzt wollen wir Ihnen die Digitalfunktionen vorstellen. Das heißt, wir werden nicht alle 28 Funktionen vorführen, das würde auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Das Dreilichtspitzensignal ist fahrtrichtungsabhängig geschalten. Rangiert wird vorbildgerecht unter dem beidseitigen Leuchten der rechten unteren Laterne. Bei der preußischen Variante ist das dritte Spitzenlicht zuschaltbar, um das Spitzensignal ZG7, Gegenzugsignal, zu zeigen. Im weitgehend eingerichteten Führerstand befinden sich Lokführer und Heizer, die bei Bedarf ihren Arbeitsplatz mit der Führerstandsbeleuchtung erhellen können. Wenn der Heizer akustisch Kohle in die Feuerbüchse schaufelt, glimmt auch die Feuerbüchsenbeleuchtung. Bevor wir dann zu den Fahrgeräuschen kommen und wollen Ihnen vorführen, was alles an Sound da ist. Wir fangen an mit der Pfeife, mit dem Pfiff der Lokomotive. Dazu muss ich jetzt sagen, die Länge des Pfiffs bestimmen Sie mit Ihrem Finger, wie lange Sie auf dieser Funktionstaste bleiben. Das heißt, wenn Sie nur kurz drauf gehen, kommt der kurze Pfiff. Und wenn Sie den Daumen oder Ihren Finger etwas länger drauf lassen, klingt es etwas länger und anders. Also je nachdem, wie Sie das Ganze bedienen möchten. Natürlich haben wir auch noch das Kuppelgeräusch. So, was Sie jetzt gesehen haben, diese kleine Fahrbewegung, die ist deswegen notwendig, damit auch die Kupplung, ich habe sie Ihnen ja schon in der Vorstellung gezeigt, da sie digital ist, muss die Lok kurz ranfahren und auch kurz wegfahren, um von den Wagen wegzukommen. Diese Funktion haben Sie jetzt ebenfalls gleichzeitig gesehen, aber Sie haben auch, wie gesagt, dieses Geräusch. Dann haben wir natürlich ganz typisch für diese Lokomotive die Glocke. So, die nächste digitale Funktion ist das Kohleschaufeln und die Feuerbüchsenbeleuchtung. Dann haben wir noch die Ansage des Schaffners mit Türen schließen. Achten Sie da bitte ganz besonders darauf, dass die Türen schließen sehr laut beginnen und nach hinten leiser werden, also so, als wenn wirklich ein ganzer Zug dran wäre. Türen schließen! Vorsicht! Ja, und nun kann es losgehen. Ein sehr ebenfalls typisches Geräusch für eine Dampflokomotive, das Entwässern der Zylinder.
Dann haben wir natürlich noch ein Geräusch, was ja auch ganz wichtig ist. Der Schaffner pfeift den Zug ab. Dann haben wir noch die Speisepumpe. Ein ebenfalls sehr typisches Geräusch an einer Dampflokomotive ist natürlich die Luftpumpe. Wenn Sie Ihren Zug rangieren wollen, liebe Modellbahnfreunde, gibt es auch noch den Befehl bzw. das Ansagen des Rangierers mit Vorziehen. Vorziehen! Natürlich verbraucht eine Dampflok bei den Gebirgsfahrten auch viel Wasser. Und wir müssen auch Wasser fassen. Und auch dieses Geräusch ist da. Und dann gibt es noch ein Geräusch, das Sicherheitsventil. Das wären im Wesentlichen die Geräusche, die wir Ihnen vorführen können, wenn die Maschine im Stand ist. Insgesamt gibt es 28 Geräuschfunktionen. Einen kleinen Teil haben wir Ihnen dann vorstellen können, damit Sie sich ungefähr eine Vorstellung machen können, was diese Lokomotive kann. Also wir finden, das ist schon sehr beachtlich, was an Geräuschen hier eingearbeitet wurde. So, wir demonstrieren Ihnen jetzt mal die Funktion der elektronischen Kupplung. Am anzuhängenden Wagen ist wichtig, dass da eine nicht magnetische Universalkupplung dran ist. Das ist deswegen notwendig, damit das Abkuppeln auch funktioniert. Ankuppeln funktioniert mit jeder Kupplung. So, wir fahren die Lok jetzt mal ran und kuppeln den Gepäckwagen an die Lokomotive. So, der Wagen hängt. Um das zu demonstrieren, fahren wir ein Stückchen vor, dass Sie auch sehen, dass der wirklich gekuppelt hat. Moment, so. Also, er hängt. Nun halten wir das ganze Geschiebe mal an und hängen den Gepäckwagen wieder ab mit Hilfe unserer elektronischen Kupplung. Jawohl, der Rangier hat die Haken entfernt. Sie sehen, der Wagen bleibt stehen. Die Lok hat selbsttätig entkuppelt. So, liebe Modellbahnfreunde, nun wollen wir die Lokomotive mit den digitalen Funktionen fahren. Das heißt also, jetzt lassen wir das Ganze auch mal rauchen. Unseren Wagen haben wir elektronisch angekuppelt und jetzt werden wir das Ganze mal gucken mit dem getakteten Rauch, wie das funktioniert. Achtung, es geht los. Sieht wunderschön die Auspuffschläge und wie der Dampf hochkommt. Soweit die digitalen Funktionen, liebe Modellbahnfreunde. Und ich denke, hier hat ESO eine ganze Menge technischer Entwicklung reingesteckt, um dieses Modell so richtig schön rund zu machen. Ja, und ganz besonders schön zu sehen waren auch die getaktete Rauchfahne im Betrieb. Also auch hier eine ganz tolle Sache.
So, jetzt kommen wir zum Geschwindigkeitstest. Und das ist ja auch immer so ein kleines Highlight, um auch zu sehen, wie es den Konstrukteuren gelungen ist, diese Maschine entsprechend dem Vorbild anzupassen. Wir fahren in drei Fahrstufen. Die Fahrstufe 10 als kleinste Geschwindigkeit, die Fahrstufe 64 und die Fahrstufe 128 zum Ermitteln der Höchstgeschwindigkeit. Ja. So, wir ermitteln jetzt die geringste Geschwindigkeit, die die Lok fährt, damit wir also auch eine gleiche Bewertung haben, hatte ich vorhin bereits erwähnt, dass wir das in der Fahrstufe 10 machen, um die Loks auch untereinander vergleichen zu können. Wir fahren los in der Fahrstufe 10 und ermitteln die Geschwindigkeit. So, Sie sehen auch hier nochmal wunderschöne Langsamfahreigenschaften, Kriechgeschwindigkeit, wunderbar. So soll es auch sein. 4,4 km/h, das heißt also langsamer als ein Fußgänger im normalen läuft. Wunderbar. Wir erhöhen die Geschwindigkeit auf die mittlere Fahrgeschwindigkeit oder mittlere Fahrgeschwindigkeitsstufe 64. So, unsere Lokomotive nähert sich jetzt wieder dem Messpunkt, Fahrstufe 64. In der Fahrstufe 64 sind 12,6 km/h gemessen. Das wäre auch völlig in Ordnung. Und jetzt messen wir die Höchstgeschwindigkeit. Und jetzt kommt es darauf an, wie gut die Maschine eingestellt ist. Als Höchstgeschwindigkeit wird 69,2 km/h gemessen. Das ist ein absolut klasse Wert, wenn man davon ausgeht, dass die Maschine mit 65 km/h im Original fährt. Also ist das Modell auch elektronisch völlig in Ordnung eingestellt. Wer es natürlich ganz genau machen will und auf die 65, ist die berühmte CV5 wieder zuständig. Da kann man das nochmal korrigieren. Aber ich denke, das, was die Ingenieure von ESO hier abgeliefert haben, geht völlig in Ordnung. So, liebe Freunde, jetzt kommen wir zu unserem berühmten Zugkrafttest. Hier beweist sich auch, wie gut ausgewogen die Maschine auf dem Gleis steht. Wir werden das, sagen wir mal, um das Ganze auch zu optimieren, so in 3 bis maximal 4 Schritten probieren. Für die, die es noch nicht wissen, die Maschine steht in der Ebene auf einem Gleis und das Gewicht hängt am Ende der Lok an einem Bindfaden über eine Umlenkrolle nach unten vom Tisch runter. Es ist eine Steilrampenmaschine, es ist also nicht eine Lokomotive, die mit Hunderten von Wagen unterwegs war. Es war auch eine Rangierlok. Wir haben die Lokomotive gewogen, bevor wir jetzt zum Zugkrafttest kommen. Die Maschine wiegt 245 Gramm. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin da mal ganz mutig. Sie sollte jetzt rein theoretisch, wir werden es auch gleich vielleicht sehen, mit circa fast 50 Gramm zurechtkommen. Wir werden mal sehen, ob ich recht behalte. Wir fangen mit 20 Gramm an. Und da sehen wir auch, wie erwartet, sie hat also überhaupt kein Problem. Mit 20 Gramm geht es also schon mal ganz gut zur Sache. Gut, das war eine leichte Aufgabe für diese Maschine. Wir gehen in den nächsten Schritt rein und hängen noch mal 10 Gramm dran und denken mal, mit 30 Gramm wird es wahrscheinlich auch noch machen. So, wir haben noch mal 10 Gramm zusätzlich dran gehangen. Jetzt hängen 30 Gramm am Zughaken. Und da würde ich sagen, Abfahrt. So, Sie sehen, 30 Gramm stellen auch noch nicht das Problem für diese Lok dar. Nächsten Schritt, jetzt bin ich mal ganz mutig. Wir hängen noch mal 20 Gramm dran. Ich habe ja gesagt 50 Gramm, also muss es machen. So, liebe Modellbahnfreunde, 50 Gramm am Zughaken. Ich habe jetzt hier im Team gewettet, 50 Gramm soll die Maschine ziehen. Und nur enttäuscht mich nicht, meine liebe 94, los geht's. Und sie macht es. Wette gewonnen. Also, 50 Gramm zieht die Maschine. Wobei da ein kleiner Hang zum Durchdrehen der Räder bereits da ist. Aber 50 Gramm ist ein ganz tolles Ergebnis. Und jetzt werden wir es der Maschine nicht so schwer machen. Wir hängen nochmal 5 Gramm dazu.
So, jetzt bin ich erstmal heilfroh. 50 Gramm hat die Maschine gezogen. Jetzt haben wir noch mal 5 Gramm mehr dran gehangen. 55 Gramm. Liebe 94 12 92, los geht's. Sie sehen, sie macht es noch, aber irgendwann ist dann doch Schluss. Fazit, 50 Gramm werden geschafft, 5 Gramm mehr geht schon nicht mehr, also 55 Gramm ist absolutes Unding. 50 Gramm Zugkraft, kann man nur sagen, tolle Leistung. So, die 50 Gramm sind jetzt nicht, liebe Modellbahnfreunde, das Gewicht der Wagen, was diese Lokomotive zieht, sondern Sie müssen jetzt davon ausgehen, dass 50 Gramm Rollgewicht gezogen wird. Das heißt, ein vierachsiger Wagen ist mit 1,9 Gramm Rollgewicht dabei. Dann können Sie sich leicht ausrechnen, wie viele Wagen Sie anhängen können. Also mindestens 20 schafft die Maschine in der Ebene, ohne mit der Wimper zu zucken. So, das war sie, unsere Produktvorstellung, der 94 12 92 von ESO in H0 und es ist die Engineering-Ausführung gewesen. Ein kurzes Fazit zum Ende dieses kleinen Tests, den wir durchgeführt haben. Die Lok macht äußerlich einen sehr guten Eindruck, ist sehr gut detailliert. Wir haben uns da auch zwei Expertenmeinungen eingeholt. Eine Meinung davon ist auch von dem Chef der Rennsteigbahn, dem die Lok gehört. Und er selbst hat sich die Lok begutachtet und gesagt, es fehlt nichts an der Lok, es ist auch nichts falsch dran. Es ist tatsächlich ein originelles Abbild der 94 12 92. Also hier ist ESO ein sehr großer Wurf gelungen, wobei wir aber auch anmerken müssen, man muss, wenn man die Lok anfasst, auch sehr vorsichtig sein. Es sind sehr, sehr viele filigrane Anbauteile dran, die auch leicht beschädigt werden können. Das müssen wir aber auch dazu sagen, aber ich denke, Sie, liebe Modellbahnfreunde, werden mit dieser Lok auch sehr, sehr vorsichtig umgehen. Ja, die inneren Werte haben wir uns angeschaut. Wie die Lok verarbeitet ist, ist ebenfalls tipptopp gelungen.
Die Fahreigenschaften, die wir hier getestet haben, Langsamlaufeigenschaften, Sie konnten sich davon überzeugen, ebenfalls sehr gut gemacht von den ESO-Leuten, also auch hier ein dickes Daumen hoch von uns. Der Geschwindigkeitstest ist ebenfalls sehr positiv ausgefallen. Die Lok lag im Rahmen der möglichen Geschwindigkeiten. Auch hier nochmal die Bemerkung von uns, auch eine sehr, sehr saubere Langsamfahreigenschaft mit 4,4 km/h, das ist wirklich schon ein Spitzenwert. Tja, der Zugkrafttest hat es auch an den Tag gebracht. Die knapp 250 Gramm schwere Maschine hat tatsächlich die 50 Gramm gezogen, die von mir vorausgesagt war. Und 5 Gramm mehr, ja, dann war es dann doch am Ende der Zugkraft. Aber auch hier ein sehr guter Wert für diese Maschine. Tja, und zum Schluss konnten Sie sich noch ein bisschen davon überzeugen, wie die Maschine auf der Anlage fährt und welche Figur sie abgibt. Wir haben sie mit einem Sonderzug auf die Reise geschickt. Sie haben ja gesehen, es sind Fahrleitungen da. Das ist ja heute so üblich, dass die Lokomotiven ja auch unter Fahrleitung fahren müssen. Aber auch hier konnten Sie sich davon überzeugen, mit dem entsprechenden Zuggarnitur hinten dran macht das also wirklich richtig Sinn. Und die Lokomotive sieht auch sehr gut aus mit dem Zug auf dieser Anlage. Ja, das war's von uns. Wir können nur sagen, es ist eine tolle Maschine und wenn Sie sich dafür entscheiden sollten, liebe Modellbahnfreunde, es ist auf alle Fälle kein Fehlkauf.